Meine sehr verehrten Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Einige von uns haben noch ein Zuhause, das wir heute Abend erreichen wollen. Deswegen machen wir weiter. Ich eröffne die für die Mittagspause unterbrochene Sitzung und teile Ihnen mit, dass noch eingegangen und an Sie verteilt worden ist zu Top 1. Es wird gerade verteilt zu Top 105, Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Aufhebung der Erhebungszwangs von Straßenbeiträgen und für mehr kommunale Selbstverwaltung, Drucksache 6473 aus 19, zu Drucksache 6434 aus 19, zu Drucksache 5839 aus 19, ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, Bündnis 90, die Grünen und der FDP mit der Drucksache 6480 aus 19. Damit, meine Damen und Herren, treten wir wieder in die Tagesordnung ein. Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 7, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen für ein Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, Drucksache 6413 aus 19. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und zur Einbringung erteile ich Frau Erfurth von Bündnis 90 die Grünen das Wort. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass Sie in doch auf großer Zahl und wohlgelaunt nach der Mittagspause wieder hier sich eingefunden haben. Ja, Herr Merz, man kann nicht auf jedes Einzelschicksal Rücksicht nehmen. Aber trotzdem glaube ich, haben wir noch ein spannendes Programm vor uns. Und ich freue mich sehr, dass wir heute das Umsetzungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz ins parlamentarische Verfahren einbringen können. Damit können wir die deutlich spürbare Unruhe bei den behinderten Menschen und auch bei den Leistungserbringern über die Zukunft der Eingliederungshilfe noch in dieser Legislaturperiode beenden. Im Jahr Ende 2016 ist nach einem sehr langen, sehr intensiven Beratungsprozess auf der Bundesebene das Bundesteilhabegesetz in Kraft getreten oder, wie es ganz vollständig heißt, das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. Und dieses Gesetz gibt den Ländern unter anderem auf, neu zu entscheiden, wer künftig Träger der Eingliederungshilfe sein soll. Eingliederungshilfe bedeutet auf einen kurzen Nenner gebracht, behinderten Menschen zu ermöglichen, so selbstbestimmt und so eigenverantwortlich wie nur möglich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können und eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben ist das Oberziel. Dabei sind die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention zu beachten. Und die Hilfe und die Unterstützungsleistungen sind am persönlichen Bedarf der behinderten Menschen auszurichten oder, wie es im Fachbegriff heißt in der Behindertenhilfe, personenzentrierte Hilfe ist hier das Stichwort. Es ist keine leichte Aufgabe. Die hohe Fachkompetenz, besonderes Einfühlungsvermögen und auch gut geschultes Personal erfordert. Personal, das es in der erforderlichen Zahl heute so noch nicht gibt und das erst noch eingestellt und geschult werden muss. Und schließlich müssen ja die Voraussetzungen für die Teilhabeberatung der betroffenen Menschen so rasch wie möglich hergestellt werden, damit bei Inkrafttreten dieses Teils des Gesetzes zum 01.01.2020 die Eingliederungshilfe auch passgenau und am Bedarf der behinderten Menschen ausgerichtet so erbracht werden kann. Dabei umfassen die Leistungen der Eingliederungshilfe neben den Reha-Leistungen Leistungen wie Teilhabe an Bildung, z.B. ein Studium, das man nach der normalen Berufsausbildung anschließen kann, oder Berufsausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder aber auch Leistungen zur sozialen Teilhabe, wie z.B. zum Wohnen oder zur Verständigung. Dazu gehören auch Assistenzleistungen, wie man z.B. Wohnen oder Verständigung ermöglichen kann. Also ein breites Spektrum, das das gesamte Lebensumfeld eines behinderten Menschen umfasst. Das sagt sich jetzt erst einmal so einfach und so leicht daher. Aber in der Praxis, meine Damen und Herren,
braucht es noch viele Umsetzungsschritte, um dieses Ziel zu erreichen und gut an der Verwirklichung dieses Ziels zu arbeiten. Und daher ist es gut, dass wir das Umsetzungsgesetz noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen, um auch allen Beteiligten zu ermöglichen, genau diese Hilfe fachkompetent zu leisten. Wir haben in Hessen mit dem Landeswohlfahrtsverband einen anerkannten überörtlichen Träger. Der Landeswohlfahrtsverband sorgt schon bisher dafür, dass etwa 55.000 Menschen, die im Leistungsbezug beim Landeswohlfahrtsverband sind, einen kompetenten Ansprechpartner haben, und der dafür sorgt, dass die Hilfe für die behinderten Menschen in ganz Hessen nach einheitlichen Standards erbracht wird, und zwar ganz egal davon, wo diese Menschen ihr Zuhause haben. Der Landeswohlfahrtsverband ist Ansprechpartner auch für die Leistungsempfänger, also für die Vereine und Verbände, die die Leistung für die behinderten Menschen erbringen. Und der Landeswohlfahrtsverband regelt das nötige Vertragsrecht, um genau alle zusammenzubringen, nämlich Leistungserbringer und behinderte Menschen. Und der Landeswohlfahrtsverband macht seine Aufgabe anerkanntermaßen gut, und zwar anerkanntermaßen auch über die Landesgrenzen Hessens hinaus. Und es ist eine besondere Qualität der hessischen Hilfe für behinderte Menschen, dass der Grundsatz ambulant vor stationär nicht nur so dahergesagt wird, sondern in Hessen gut umgesetzt wird und besonders ausgeprägt ist. Und es ist eine ganz besondere Qualität in der hessischen Hilfe für behinderte Menschen, dass der Umfang und die Qualität für die Hilfe nicht vom Wohnort und von den finanziellen Möglichkeiten einer Kommune abhängt, sondern dass die erforderliche Hilfe für die Menschen mit Behinderungen über die Verbandsumlage erbracht wird, und zwar solidarisch von allen Kommunen gemeinsam, damit der LWV gut arbeiten kann, aber dennoch wirtschaftlich. Denn es ist ja sozusagen das Geld der kommunalen Familie, was da gemeinsam auch in dieser Arbeit steckt und gut angelegt werden soll, aber eben auch immer mit wirtschaftlichem Fokus. Und genau das war ja auch der Grund, warum wir GRÜNE uns bereits im Oktober des letzten Jahres mit einem Beschluss unseres Parteirats dafür ausgesprochen haben, dass der LWV weiterhin Träger der Eingliederungshilfe sein soll. Allerdings war im politischen Raum der Klärungsprozess insgesamt etwas komplizierter. Sie haben das alle miterlebt. Es gab unterschiedliche Meinungen in den kommunalen Spitzenverbänden. Der Landkreistag war sich nicht von Anfang an einig, und der Städtetag hatte beschlossen, dass es doch besser wäre, wenn die Eingliederungshilfe künftig wieder in der Hand der Kommunen liegt. Das ist aus grüner Sicht kein Erfolgsmodell, weil er dann in jedem Einzelfall vor Ort entschieden wird, was die passgenaue Hilfe für diesen behinderten Menschen ist und wie die finanziellen Möglichkeiten der Kommune sind. Das fänden wir nicht die richtige Lösung, weil eben gerade das solidarische Modell, das den Ausgleich zwischen den Kommunen herstellt, doch aus unserer Sicht das Richtige ist, weil dann nicht entschieden wird, was kann eine Kommune leisten kann, sondern weil dann entschieden wird, was braucht der behinderte Mensch. Und deshalb sind wir GRÜNE auch sehr froh, dass am langen Ende sich im Städtetag eine Bewegung eingesetzt hat, wo alle kreisfreien Städte bis auf die Stadt Frankfurt am Ende entschieden haben, sie wollen an der Kommunalisierung nicht weiter festhalten. Das haben wir sehr begrüßt, und wir sind auch sehr froh, dass sich die kommunalen Spitzenverbände jetzt inzwischen auch wieder sozusagen auf eine Linie geeinigt haben. Und wir schlagen Ihnen mit diesem Gesetzentwurf, der Ihnen heute vorliegt, das sogenannte Lebensabschnittsmodell vor. Es sieht vor, dass bis zum Ende der Schulausbildung die Zuständigkeit bei der Kommune liegt. Das ist ganz normal, sozusagen auch in der Jugend- und in der Schulphase ist die kommunale Verwaltung der erste Ansprechpartner. Und dann, wenn nach dem Ende der Schulausbildung die neue Phase eines Lebenseintritts, das ist nicht bei jedem Menschen so, ob behindert oder nicht behindert, dass nämlich dann, wenn die Berufsorientierung beginnt, man sich andere Wege suchen muss. Und dann wird der Landeswohlfahrtsverband für die Eingliederungshilfe zuständig. Das ist sehr lebenspraktisch und orientiert sich in vielen Bereichen an dem, was in Hessen bisher schon stattfindet. Diese Orientierung sorgt dafür, dass wir möglichst wenig Brüche haben in der Lebensgestaltung bei den behinderten Menschen. Und schon häufiger, Sie alle haben es, oder die, die Sie im Sozialausschuss
tätig sind, haben mit uns darüber diskutiert, wie das Bundesteilhabegesetz denn umgesetzt wird. Wir haben uns quer durch alle Parteien mit den betroffenen Verbänden, mit der Liga, mit Vertretern aus den Kommunen unterhalten darüber, wie dann letztendlich die Eingliederungshilfe in Hessen künftig gestaltet wird. Diese Gespräche haben wir alle geführt, und ich bin sehr froh, dass diese Gespräche auch gemeinsam mit dem Sozialminister geführt werden konnten und dass wir am Ende alle Beteiligten oder die meisten Beteiligten dann sich darauf verständigt haben, dass wir heute im Landtag diesen Gesetzentwurf beraten können. Und wir bringen das heute als Fraktionsgesetz ein, der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, weil wir es noch in einem geordneten Verfahren in dieser Legislaturperiode beraten wollen und es dann möglichst auch noch verabschieden, damit wir die nötige Zeit zur Umsetzung haben. Ja, das sage ich auch gleich vorweg, bevor jetzt die Frage kommt. Meistens kommt sie aus der SPD. Ja, wir haben Unterstützung aus dem Ministerium für das Gesetz in Anspruch genommen, und wir haben auf diese Unterstützung aus dem Ministerium zurückgegriffen. Darüber sind wir auch sehr froh, dass das Sozialministerium da den Fraktionen zugearbeitet hat, damit wir dieses Gesetz jetzt, auch hoffentlich gemeinsam zum Erfolg führen können. Ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss und hoffe, wir haben am Ende eine gute Regelung für die behinderten Menschen in Hessen und eine gute Regelung aus der Sicht der Betroffenen. Ich danke Ihnen. Danke, Frau Erfurt. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Merz das Wort. Frau Präsidentin, Herr Präsident, Entschuldigung, ich war noch in der letzten Debatte. Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Erfurt, ich bin extrem guter Laune heute, und zwar aus zwei Gründen. Ich habe wirklich herzlich gelacht, als ich den Gesetzentwurf gelesen habe, insbesondere die Passage auf Seite 5. Dort steht unter Buchstabe G besondere Auswirkungen des Gesetzes auf behinderte Menschen keine. Nachdem ich das gelesen habe, verstehe ich jetzt ein wenig besser, warum der Sozialminister immer so zurückhaltend ist, uns den Kriterienkatalog nach der UN-Behindertenrechtskonvention zu verstehen. Wenn das dabei herauskommt, dann verstehe ich jetzt alles etwas besser. Aber das nur am Rande. Vielleicht klären Sie auf, warum das keine Auswirkungen auf die Menschen mit Behinderungen hat. Ich dachte, es wäre für die Menschen mit Behinderung. Aber gut. Am Ende kann man ja sagen, Ende gut, alles gut, nicht ganz, aber in der Hauptsache ja. Ich muss hier nicht alles wiederholen, was Kollegin Erfurt zur Bedeutung der Eingliederungshilfe und zu den unterschiedlichen Formen der Eingliederungshilfe etc. getagt hat. Ich will mich auf die Kardinalfrage konzentrieren, die lange, lange streitig war, die teilweise auch Gegenstand eher unerfreulicher Auseinandersetzungen war, gar nicht einmal so sehr zwischen den Parteien, sondern zwischen den verschiedenen politischen Ebenen, die auch innerhalb der sozialdemokratischen Partei nicht völlig unstreitig war, nämlich die Frage, wer der Träger der Eingliederungshilfe oder die Träger der Eingliederungshilfe sein soll. Wir waren als SPD-Landtagsfraktion von Anfang an gemeinsam mit der Partei und gemeinsam auch mit unserer Vertretung im Landeswohlfahrtsverband und gemeinsam mit ganz vielen anderen Menschen, die von der unmittelbaren Arbeit mit Behinderten etwas verstehen und seit Jahrzehnten damit betraut sind, der Auffassung, dass der LWV als der bewährte Träger der Eingliederungshilfe diese Arbeit auch weitermachen können soll, und zwar aus zwei Gründen, die teilweise auch Erwähnung im Gesetzentwurf finden. Das erste ist die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in Hessen. Diese wird für die Behindertenarbeit, für Beratung und Hilfe für behinderte Menschen garantiert, seit Jahrzehnten auf hohem Niveau garantiert vom Landeswohlfahrtsverband. Und es gibt keinen, unter diesem Aspekt keinen vernünftigen Grund, oder wir haben keinen vernünftigen Grund gesehen, unter diesem Aspekt davon abzuweichen.
eine Übertragung an die Kommunen. Sie haben es angedeutet, vornehm zurückhaltend angedeutet. Man kann das auch anders und drastischer formulieren. Eine Übertragung auf die Kommunen hätte bedeutet, dass in der Tat je nach Perspektive und gegebenenfalls eben auch nach der berühmten Kassenlage Entscheidungen ergangen wären, die nicht in vollem Umfang sachgerecht sind. Ich will es einmal so ausdrücken, auch ein bisschen zurückhaltend. Deswegen sind wir froh, dass das jetzt anders entschieden ist und dass die Kommunen sich an dieser Stelle mit einem Anliegen, wir sind normalerweise immer der Auffassung, dass Kommunen möglichst viele Aufgaben übertragen werden sollen. In diesem Fall sind wir aus wohlerwogenen Gründen nicht dieser Auffassung. Der zweite Grund ist, dass ein Wechsel der Trägerschaft in einer Situation, wo ich benutze das Wort vom Paradigmenwechsel nicht so häufig, aber in diesem Fall ist es angebracht, ein Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe mit dem Bundesteilhabegesetz vollzogen ist und jetzt auf der Landesebene nachvollzogen werden muss, dass es in einer solchen Situation nicht gut gewesen wäre, einen Systemwechsel in der Behindertenhilfe herbeizuführen, mit der Folge, dass Tausende von Akten hätten übergeben werden müssen, dass auf der einen Seite Strukturen hätten abgebaut und auf der anderen Seite aufgebaut werden müssen, allen entgegenlaufenden Versicherungen auch der kommunalen Spitzenverbände, solange sie noch sozusagen in dieses Horn getutet haben, zum Trotz. Dieses alles hätte zwingend stattfinden müssen in einem sehr engen zeitlichen Rahmen. Jetzt zum zeitlichen Rahmen will ich jetzt dann doch einmal sagen, die Kollegen im Ausschuss wissen das, dass wir seit Herbst letzten Jahres regelmäßig nachgefragt haben, was denn bitte schön mit dem Entwurf eines hessischen Anpassungsgesetzes ist. Es ist jetzt gerade noch so gekommen, dass wir es einigermaßen ordentlich in dieser Legislaturperiode abarbeiten können. Das ist gut, und ich will deswegen auch nicht mehr kritteln als unbedingt nötig. Aber ich will es dann doch einmal erwähnt haben, dass es eigentlich der letzte mögliche Termin ist. Herr Minister, ich weiß, wir haben oft darüber gesprochen. Wir wissen alle miteinander, die mit der Frage zu tun haben, woran das unter anderem gelegen hat und dass es nicht in erster Linie an Ihnen gelegen hat. Das ist alles in Ordnung. Nevertheless, es ist der letzte denkbare Zeitpunkt. Aber Ende gut, alles gut. Diese Frage, die uns am meisten beschäftigt hat, nicht aus den Interessenlagen des LBV, um den geht es in dieser Frage nicht, sondern es geht um die Frage, ob ein für behinderte Menschen adäquates Hilfeangebot in einer Zeit des Umbruchs weiter zur Verfügung steht. Das gewählte Modell ist sachgerecht. Das Lebensabschnittsmodell ist das Favorisierte gewesen. Die Modifikation zu sagen, nicht 18 Jahre ist die schematische Grenze, sondern ein lebenslagenorientierter Ansatz, nämlich zu sagen, bis zum Ende der Schulausbildung, das hat sich, glaube ich, im Laufe der Debatte herauskristallisiert. Wir fanden das von Anfang an eine sympathische Variante innerhalb des Lebensabschnittsmodells. So ist es nun im Gesetz festgelegt. Das ist gut. Es ist auch gut, dass es bei dieser einen Schnittstelle im Prinzip bleibt und dass die Frage, wenn Menschen im Laufe eines längeren Lebens dann erstmals eine Antragstellung beim, dass dieses extra im Rentenalter, ja, sage am Ende eines längeren Lebens im Rentenalter dann vom LBV betreut werden. Auch das ist sachgerecht, und weil es die Zahl der Schnittstellen minimiert. So viel, glaube ich, im Großen und Ganzen, was dazu zu sagen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich habe ein paar Anmerkungen zu machen, eher im Sinne einer Frage als einer Kritik. Der eine Punkt ist, mir scheint die Stellung der Sonderstatusstädte in diesem Gesetzentwurf nicht präzise herausgearbeitet zu sein. In der Einleitung zum Gesetzentwurf wird selber darauf hingewiesen, dass die Kommunen, allerdings nur bezogen auf die Kreise und die kreisfreien Städte, Aufgaben beispielsweise im Rahmen der Jugendhilfe, beispielsweise im Rahmen von § 35a SGB VIII haben, und dass die auch bleiben sollen. Die Frage ist, was geschieht mit den Sonderstatusstädten? Es wird immer wieder nur an der Stelle von den Kreisen und den kreisfreien Städten gesprochen. Aber jeder weiß, und Sie wissen es natürlich besonders,
dass die Sonderstatusstädte allesamt Jugendhilfeträger sind und insofern Träger von Leistungen in diesem Bereich sind. Ich glaube, dass die Rolle der Sonderstatusstädte hier noch einmal besonders beleuchtet werden muss, weil sie wird auch nicht dadurch geklärt, dass hinten im Gesetz eine Übertragung auf die Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern stattfindet. Das ist die Fallsachbearbeitungsübertragung, wenn ich es richtig verstehe. Wir reden hier aber über sozusagen gesetzliche und Kostenzuständigkeit. Das muss, glaube ich, geklärt werden im Rahmen der weiteren Gesetzesbearbeitung. Zweitens will ich anmerken, dass ich ein Fragezeichen anbringe an der Frage der Fachaufsicht des Landes. Das ist, sagen wir mal, mit der kommunalen Selbstverwaltung nicht ganz einfach zu vereinbaren. Auch das wird im Laufe der Gesetzesberatung kritisch zu beleuchten sein. Und schließlich will ich darauf hinweisen, dass ich es und wir es nicht von vornherein selbstverständlich finden, dass die Landesbeauftragte für die Belange Schwerbehinderter hier eingesetzt wird als Vertretung der Menschen mit Behinderung. Im Gesetz steht etwas von den Verbänden und Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderung. Das ist die Landesbeauftragte nicht. Also, da gibt es nicht jeder. Sie wissen, dass ich die Kollegin Frau Müller-Erichsen seit Jahrzehnten kenne und dass ich sie überaus schätze. Das ist nicht der Punkt hier, sondern es geht um die Funktion und ob aus der Funktion einer Landesbeauftragten eine unabhängige, noch dazu im Zusammenhang mit der Fachaufsicht, eine mit diesem Problem, das ist ein anders gelagertes, die Funktion erfüllt werden kann, um die es hier geht. Aber wie gesagt, das sind Detailfragen, die an der Zufriedenheit mit der gefundenen Grundlösung, nämlich Lebensabschnittsmodell und weitere Beauftragung des LWV, im Prinzip daran keinen Zweifel lässt. Deswegen sehe ich mit großer Gelassenheit und einer gewissen Freude der weiteren Gesetzesberatung entgegen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Merz. Für die FDP-Fraktion erteile ich dem Vorsitzenden Herrn Rock das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir werden mit diesem Gesetzentwurf eine Grundsatzentscheidung treffen, die die behinderten Menschen in unserem Land betrifft. Ich glaube, für jede Gesellschaft und für uns alle hier ist es immer wichtig, deutlich zu machen, dass die behinderten Menschen für uns auch im Mittelpunkt unserer Überlegungen stehen, wie wir gute Hilfe für behinderte Menschen organisieren können. Ich erinnere uns auch daran, dass wir bei anderen Themen hier versucht haben, gemeinsame Beschlüsse zu fassen und aber immer sehr konkret auch und versucht auch gemeinschaftlich positiv an diesen Themen zu arbeiten und sie aus dem Streit versucht haben, einigermaßen herauszuhalten. Und das ist auch hier, glaube ich, angemessen bei diesem Gesetzentwurf. Wenn der Kollege Merz schon wenig zu kritisieren hat an der Landesregierung, dann ist das ja auch schon einmal ein Hinweis dafür, dass dieser Gesetzentwurf auf der richtigen Straße läuft. Und wenn ich mich jetzt noch dem anschließe, dann ist das, glaube ich, auch ein Hinweis, dass dieser Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und GRÜNEN zumindest einmal aus meiner Sicht der jetzigen Bewertung absolut auf dem richtigen Weg ist. Ich möchte aber auch noch einmal deutlich machen, warum es so wichtig ist. Warum es so wichtig ist, dass wir uns entschieden haben, keine Umstrukturierung vorzunehmen, keine Veränderung vorzunehmen. Ich habe einen ähnlichen Prozess schon einmal bei der Frage der Arbeitslosenhilfe erlebt, als wir Kommunalisierung durchgeführt haben, die sich aus meiner Sicht oftmals bewährt hat, aber sie hatte einen Nachteil. Sie hatte einen Nachteil, dass diese besondere Institution, die wir nun einmal bei der Arbeitslosen- oder bei der Bundesagentur für Arbeit hatten, dass die in diesem großen Körper, den sie darstellten, Spezialabteilungen hatten, gerade auch bei der Frage der Vermittlung von behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt. Ganz spezielle Aufgaben, die in dieser Größe halt in besonderer Weise noch bedienen konnten, weil vieles Spezielles notwendig war. Und diese Dinge konnte man in der Kommunalisierung nur schwer abbilden, weil die Fallzahlen vor Ort eben andere waren. Und darum ist es, glaube ich, hier auch ein anders gelagerter Fall.
weil ich glaube, dass wir diese hohe Qualität, die der Landeswohlfahrtsverband nicht ganz günstig, das ist die Kritik des Städtetags gewesen, und ich glaube, die ist auch eine Kritik, die immer bei der Frage, ist eine Verwaltung gut aufgestellt oder nicht, immer auch eine Kritik ist, die der man sich auch im Diskussionsprozess stellen sollte, aber wo immer auch klar ist, dass die Qualität im Vordergrund steht. Und die Qualität einer gleichen Qualität in ganz Hessen für diese Behindertenhilfe ist durch den LWV aus unserer Sicht sichergestellt. Und natürlich kann man auch noch etwas besser werden. Was mir auch gefallen hat, ist natürlich, dass die Behindertenhilfe jetzt aus der Sozialhilfe herausgelöst ist, dass sie einen anderen Status bekommen hat. Das ist etwas, das wir auch begrüßen. Und ich muss trotzdem auch noch einmal auf das Thema hinweisen. Herr Merz hat es ja auch schon einmal gemacht. Wir werden ja eine Anhörung haben. Und in der Anhörung werden wir sicherlich auch noch Anregungen bekommen. Das wäre jetzt nicht überraschend. Wir hatten ja keine Regierungsanhörung in der Form, sondern da wird sicherlich das eine oder andere noch kommen. Und ich glaube auch, dass es jetzt nichts ist, wo wir nicht vielleicht doch noch eine vernünftige Lösung finden. Es gibt einen Punkt, da wäre ich auch noch einmal dankbar, dass die Fraktionen, das ist jetzt hier in der Form nicht passiert, noch einmal deutlicher machen, was denn der Erfolg davon sein soll. Also, da geht es mir vor allem um die Verschiebung der Fachaufsicht auf die Landesebene. Was Sie sich da erwarten, was denn der Vorteil davon sein soll, weil natürlich klar ist, wenn Sie einen kommunalen Zweckverband das so machen, verändern Sie natürlich ein bisschen was an der Struktur. Ich gehe mal davon aus, dass es dafür auch Gründe gibt, die man nachvollziehbar hier darlegen kann. Mir hat es sich jetzt erst einmal nicht so erschlossen, und das wäre jetzt der einzige Kritikpunkt, den ich hier ins Feld führen könnte oder auch ins Feld führen möchte. Und da werden wir auch die Anhörung haben, um das dann noch einmal ausreichend zu bewerten. Ich glaube, dass wir, wenn wir diesen Gesetzentwurf dieser Struktur beschließen, für die Behinderten in Hessen einen guten Beschluss fassen werden. Und darum im Grundsatz kann ich heute schon sagen, dass wir dieses Gesetz mittragen werden. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für DIE LINKEN hat sich Frau Schott zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, um ehrlich zu sein, ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass wir überhaupt noch einen Gesetzentwurf kriegen. Hätte in der, immer noch mal eine Überraschung, hätte in der nächsten Legislatur dann sozusagen den Druck der Macht des Faktischen dazu geführt, dass alle Dinge so bleiben, wie sie sind. Hier sind ja jetzt doch ein paar Veränderungen drin. Muss man schauen, was in der Anhörung noch weiter kommt. Ich habe an vielen Stellen auch Zustimmung, an dem einen oder anderen auch noch eine ganze Menge Fragezeichen. Also, wenn ich es richtig gelesen habe, geht beispielsweise die Hilfe für die Wohnungslosen jetzt von den Kommunen an den LWV über. Ist das so? Und dann frage ich mich an der Stelle, warum das dann so sein soll. Ich finde, dass die Klärung, die jetzt stattgefunden hat, aber tatsächlich erforderlich und auch überfällig war. Weil also sowohl Kostenträger als auch Anbieter ja seit Monaten jetzt darauf warten und auch ziemlich verunsichert sind. Und wir hätten uns ja eine offene Diskussion darüber gewünscht, wie die ideale Lösung aussehen kann, und hatten deshalb beantragt, unabhängig davon eine Anhörung zu machen über die Situation, wo sollte es hingehen. Dann hätte man einbeziehen können, was in anderen Bundesländern für Erfahrungen gemacht worden sind. Das wäre für uns ein sehr offener und transparenter Weg gewesen. Offensichtlich hat das aus verschiedenen Gründen hier keinen Anklang gefunden, hat sich uns nicht so ganz erschlossen, weil dann hätte man wirklich noch einmal auch Argumente sammeln können. Und das rechtzeitig. Wir waren sehr früh mit unserem Antrag, aber auch dafür gab es ja leider keine Mehrheiten. Wie so oft in diesem Hause, wenn Ideen aus der Opposition kommen, ist es völlig wurscht, ob sie gut und sinnvoll sind. Sie kommen einfach aus den falschen Fraktionen. Das ist ein bedauerlicher Stil, hier miteinander umzugehen. Das kann man immer wieder nur beklagen. Und wenn man dann so kurz vor Toreschluss einen Gesetzentwurf vorlegt, kann man halt nicht mehr viel verändern, was in dem Fall vielleicht auch von Vorteil sein kann. Bei uns fängt die Kritik leider schon beim Bundesteilhabegesetz an, weil das Gesetz ist von einer Herauslösung aus dem Fürsorgesystem und von der Schaffung eines modernen Teilhaberechts, welches die Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention erfüllen würde und wirklich umfassend wäre, noch sehr, sehr weit entfernt. Das Bundesteilhabegesetz wie das Hessische Umsetzungsgesetz haben einen Geburtsfehler. Das Ziel ist die Kostenersparnis, auch wenn es Teilhabegesetz heißt.
Es geht um die Eindämmung der Kosten für die Eingliederungshilfe, da es heute mehr Menschen mit Beeinträchtigungen gibt und es auch mehr Möglichkeiten gibt, diese Menschen wirksam zu unterstützen und ihnen das Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Dies erkennt man unter anderem an den umfangreichen Vorschriften zur Evaluation. Die Wirtschaftlichkeitsprüfungen stehen vorne an. Die Prüfung, ob die UN-Konvention bezüglich der Rechte von Menschen mit Behinderung in der Eingliederungshilfe erfüllt ist, findet sich im Ausführungsgesetz nicht wieder. Da schließe ich mich an das an, was der Kollege Merz vorhin gesagt hat. Es gipfelt dann darin, dass die Auswirkungen für Menschen mit Behinderung keine sind. Dazu hatte ich mich ja schon geäußert. Also mit einer angeblichen Personenzentrierung wird verschleiert, dass die Einzelfallhilfen eingerichtet wurden, weil die Kosten für die Eingliederungshilfe steigen. Ich möchte das aus einem statistischen Bericht des Bundesamtes zitieren. In den vergangenen Jahren rückte die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen aufgrund der kontinuierlich steigenden Empfängerzahlen und Ausgaben zunehmend in die öffentliche Wahrnehmung. So ist die Zahl der Hilfeempfänger seit Inkrafttreten des BSHG immer weiter angestiegen. Während 1963 nur etwa einer von 1.000 Einwohnern in Deutschland Eingliederungshilfe für behinderte Menschen bezog, waren es 2013 schon rund 10 von 13.000 Einwohnern. Statt einer Personenzentrierung steht also das finanzielle Interesse des Sozialleistungsträgers im Mittelpunkt. Wir haben es also eher mit einer Geldgeberzentrierung zu tun. Es ist politisch aus unserer Sicht nicht anständig, den Eindruck zu erwecken, dass hier der Mensch im Mittelpunkt steht, wenn es in Wirklichkeit ums Geld geht. Allerdings verstehen wir, dass es den Kommunen ums Geld geht. Schließlich sind sie die Kostenträger, und wir diskutieren hier immer wieder, wie die Kommunen ausgestattet sind, ob sie die Kita-Leistungen erbringen können, ob sie die Straßen sanieren können und ob sie ordentlich für die Menschen mit Behinderung aufkommen können. Das ist das Kardinalsproblem, das wir haben. Und an diesem System müssten wir etwas ändern. Stattdessen werden dann solche an der Oberfläche befindlichen Änderungen herbeigeführt, um das Problem nicht wirklich zu lösen, stattdessen einfach Verschiebungen herbeizuführen. Eine volle und gleichberechtigte Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie es die UN-Behindertenrechtskonvention fordert, werden wir damit nicht haben. Wenn keine gut ausgestatteten und qualitätsvollen Leistungserbringer mehr vorhanden sind, weil diese zusammengespart wurden, können auch keine hochwertigen Leistungen erbracht werden. Und weiterhin ist im Gesetzentwurf, den die beiden Fraktionen eingebracht haben, eine Frage nicht so schlecht geregelt, wie wir befürchtet haben. Der Landeswohlfahrtsverband bleibt für die Erwachsenen weiterhin zuständig. Das ist wichtig, damit hessenweit gleichwertige soziale Standards vor Ort gewährleistet sind. Darüber hinaus bietet der LWV auch ein fachlich hohes Niveau im Umgang mit komplexen Handicaps. Und auch die betroffenen Verbände bestätigen das ja immer wieder. Die einzelnen Beeinträchtigungen benötigen heute eine umfassende Kompetenz zur Beurteilung und um geeignete Maßnahmen für den Nachteilsausgleich zu implementieren. Ansonsten hätte jede Kommune das vorhalten müssen oder die kommunalen Träger, und sie hätten das jeweilige Personal dafür haben müssen, das Know-how aufbauen müssen. Das hätte man vor Ort in der Form gar nicht leisten können. Das Solidarmodell der Verbandsumlage hat sich im Prinzip bewährt und ist Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse behinderter Menschen in Hessen. Allerdings sollte sich auch das Land Hessen wieder mehr an der Behindertenhilfe beteiligen und nicht den größten Teil der Kosten den Kommunen überlassen. Es gab und gibt, und das muss man an der Stelle auch einmal sagen, nicht wenig Kritik am Vorgehen des LWV. Auch hierfür wäre unsere Anhörung eine Gelegenheit gewesen, einmal darüber zu reden. Denn aus allen Ecken und Enden ist in den letzten Jahren ja immer wieder auch massiv Kritik am LWV geübt worden. Und so ein bisschen hatte er diese Rolle der Grande Dame und hat sich wenig reinreden lassen. Da hätte man schon einmal darüber nachdenken müssen, wie man dort bestimmte Dinge auch verändern kann. Das hätte uns allen gut angestanden und dem LWV insbesondere auch. Wie allerdings die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und dem LWV im Interesse einer passgenaueren Versorgung der Menschen mit Beeinträchtigung erfolgen soll, ist mir nach der Lektüre des Gesetzes nach wie vor ein Rätsel. Die Spitzenverbände und der LWV klären die Kostenregelungen. So weit, so gut, so schlecht. Das hört sich erst einmal auch nach Einsparprogramm an. Aber wie sollen die inklusiven Sozialräume, um inklusive Lebensverhältnisse in Hessen zu fördern und zu stärken, denn entwickelt werden? Da steht nichts. Wie sollen sozialräumliche Ressourcen einbezogen werden? Da steht nichts.
Das Ziel soll sein, die Chancen durch das Bundesteilhabegesetz durch eine engere Zusammenarbeit zwischen LWV und Kommunen zu nutzen und eine bessere Sozialraumorientierung und Vernetzung von Hilfen zu organisieren, die kleinere Träger nicht diskriminieren und innovative Projekte fördern. Die Kooperationsvereinbarungen sollten konkrete gemeinsame Ziele enthalten, z.B. zur Gestaltung der regionalen Unterstützungsstrukturen, zur Erschließung sozialräumlicher Ressourcen und Schaffung sozialer Netzwerke, zu einer an den Menschen orientierten Teilhabeplanung und Leistungserbringung, zu verbindlichen Kooperationsformen und Strukturen, zur Abstimmung eines Berichtswesens zur Art und Umfang der örtlichen Präsenz des LWV in den Gebietskörperschaften und zur stärkeren Evaluation der einzelnen Träger und Anbieter. Eine bessere Verzahnung zwischen LWV, den Kommunen und den Leistungserbringern vor Ort ist für eine gute Eingliederungshilfe aber wirklich notwendig. Ein Thema der Anhörung wird die Zusammensetzung der Arbeitsgemeinschaft nach § 7 sein. Da haben wir ja vorhin schon mal ein bisschen was zugehört. Ich finde halt auch, dass das ein bisschen schwierig ist, wie es da geregelt ist, weil irgendwie müssen die Menschen, die betroffen sind, ja das Recht und die Möglichkeiten haben, sich einzubringen. Nach dem SGB IX müssen in der Arbeitsgemeinschaft auch Vertreterinnen der Verbände der Menschen mit Behinderungen sein. Und ich sage mal auch bei aller Wertschätzung für die Arbeit von Frau Müller-Eriksen, ob das jetzt hier wirklich eine gute Lösung ist, indem man das auf jemanden delegiert, der von der Landesregierung eingesetzt worden ist und nicht jemand, den die Verbände auswählen, das finde ich schon ein bisschen zweifelhaft. Und dann muss man sich wirklich überlegen, auch in welche Konflikte man sie da bringt, also diese Position da auch bringt. Das ist vielleicht auch nicht so geschickt gemacht. Problem, das zwar bekannt ist und in den letzten Tagen durch bundesweite Studien offenbar wurde, ist die Unterfinanzierung der Jugendämter. So, wenn wir jetzt eine Situation haben, dass durch die Übertragung auf die Jugendämter hier noch mehr Belastung kommt, dann muss man schauen, wie man das dann auch auffängt und kompensiert. Es kann nicht sein, dass da immer noch etwas draufgepackt wird, wenn es jetzt schon nicht funktioniert. Hätte man es überörtlich gemacht, wäre eine höhere Gleichwertigkeit da gewesen. Aber ich glaube schon, dass es inhaltlich auch okay ist. Das muss man sich noch einmal angucken. Aber dann muss man auch entsprechend die Ausstattung aufbauen, dass das dann auch tatsächlich geleistet werden kann. Ich bin gespannt, was uns die Anhörung an der Stelle bringt. Ich bin froh, wenn wir das dann in einem geordneten Kommen Sie bitte zum Ende. Ja, wenn wir das in einem geordneten Verfahren dann hier auch noch zum Abschluss bringen können, das wäre schon für alle Betroffenen sehr hilfreich. Danke schön. Danke sehr, Frau Schott. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Reul zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit dem heute vorliegenden Fraktionsgesetz wird noch in dieser Legislaturperiode und auch vor der Landtagswahl eine gesetzliche Regelung über die Zuständigkeiten des Landeswohlfahrtsverbandes und der Kreise und Städte geschaffen. Dies ist, und das kann ich entnehmen aus den Wortbeiträgen meiner Vorrednerinnen und Vorredner, dass dies allgemein auf Konsens stößt, dass auch dies eine Erwartungshaltung ist, die wir vonseiten der beiden Fraktionen, Bündnis 90 die Grünen und CDU, auch an dieser Stelle erfüllen können mit dem heute hier vorgelegten Fraktionsgesetz, so dass an dieser Stelle auch nach Verabschiedung des Gesetzes Klarheit in Hessen herrscht, wer für was die Zuständigkeit hat und damit auch die Planung mit der Verabschiedung des Fraktionsgesetzes dann in Gang gesetzt werden können und auch der Landeswohlfahrtsverband dort dann an dieser Stelle die Dinge auf den Weg bringen kann, die notwendig sind. Dies ist wichtig für uns alle gemeinsam. Denn dadurch, dass diese Regelung, und das war ja immer auch der Punkt oder auch die Erwartungshaltung des Landeswohlfahrtsverbandes, der Städte und auch der Landkreise und auch der Liga ganz vorne dran, dass man Klarheit hat, was passiert ab 2020. Dies haben wir jetzt an dieser Stelle mit diesem Fraktionsgesetz dann auch einer Regelung zugeführt. Und das ist wichtig, weil es stärkt die Teilhabe und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen in ganz Hessen. Und Argumente, die eben gerade vorgebracht worden sind, Frau Schott, bin mit Ihnen einer Meinung, das wird Sie vielleicht überraschen an dieser Stelle, aber ich bin mit Ihnen einer Meinung dahingehend zu dem Thema der Anhörung. Aber ich möchte es erwähnen, und Ihre Kollegin Frau Faulhaber ist ja auch Mitglied der Verbandsversammlung,
des Wohlfahrtsverbandes. Die CDU-Fraktion hatte dort im LWV einen Antrag eingebracht mit der Bitte, eine Anhörung durch den LWV durchzuführen, genau um diese Punkte zu besprechen, die Sie eben gerade noch einmal ins Feld geführt haben. Dort war aber leider mit einer Mehrheit nicht dies umzusetzen, dass wir diese Anhörung als Landeswohlfahrtsverband durchgeführt haben. Ja, wenn Sie auf hier verweisen, das ist nur einer der Beteiligten. Der Landeswohlfahrtsverband mit dem größten Interesse hätte ohne Probleme eine Konferenz mit der Anhörung durchführen können, und damit wäre auch allen gerecht gewesen. Dies ist nicht gemacht worden. Wir haben ja auch so einen gemeinsamen Weg gefunden, aber vielleicht wäre der Weg etwas schneller gewesen, wenn man dies hätte auf Ebene des Landeswohlfahrtsverbandes schon durchführen können. Mit dem neuen Ausführungsgesetz sollen die gesetzlichen Voraussetzungen für eine umfassende Zuständigkeit des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für die Eingliederungshilfe geschaffen werden. Die Zuständigkeit der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beim LWV Hessen wird mit dem neuen Gesetz gestärkt. Die Regelungen sehen das sogenannte Lebensabschnittsmodell mit einer Schnittstelle vor. Es wurde schon einiges dazu gesagt. In der Diskussion waren ja viele Modelle. Es war auch das Lebensabschnittsmodell mit zwei Schnittstellen, wo dann im Alter mit 65 Jahren noch einmal eine Grenze eingezogen worden wäre. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, dass man sich auf eine Schnittstelle verständigt hat, sodass man nicht dann die Akten immer wieder hin und her reichen muss und auch mit den Zuständigkeiten wechselt, sondern dass man einfach mit der einen Schnittstelle mit dem Absolvieren der Schulausbildung dort dann quasi den Übergang hat. Und damit hat man einen klaren Übergang, und dass man nicht mit dem Eintritt in das Rentenalter noch einmal einen Übergang schafft, sondern dass danach eine klare Zuständigkeit gegeben ist. Es ist auch wichtig und ich glaube auch richtig, dass in dem Fraktionsgesetz vorgesehen ist, dass man keine Altersgrenze hat. Denn eine Altersgrenze hätte immer wieder auch zu juristischen Streitereien geführt. Und somit haben wir mit dem Absolvieren der Schulausbildung ein klares Kriterium, was auch die Übergänge relativ einfach gestaltet und auch die Zuständigkeiten klar formuliert. Aber, wie gesagt, auch das wissen Sie. In der Diskussion waren natürlich noch verschiedene andere Modelle. Es war ein Modell der kompletten Kommunalisierung nach dem Modell von Baden-Württemberg, die es am Anfang in der Diskussion war. Es war neben den beiden Lebensabschnittsmodellen, aber natürlich auch das, was zum Schluss noch einmal eine sehr intensive Diskussion gebracht hat, das sogenannte Corona-Modell, dass also quasi die kreisfreien Städte dort eine eigene Optierung möglicherweise vornehmen können. Ich glaube, wir können für uns gemeinsam an dieser Stelle festhalten, es ist gut, dass dort noch einmal Bewegung entstanden ist und dass somit uns auch erleichtert hat, dann zu dieser Lösung, die wir hier heute Ihnen vorlegen als Fraktionsgesetz, dass wir dort eine Chance haben, jetzt gemeinsam in einem großen Konsens, man kann nie immer alle abholen und mitnehmen, aber zumindest in einem großen Konsens es zu erreichen, dass wir mit diesem Fraktionsgesetz eine klare Grundlage schaffen. Ich möchte noch darauf eingehen, und zwar, es wurde ja vorhin auch erwähnt, ich glaube von Ihnen, Frau Schott, das Thema Personenzentrierung. Sie dürfen das an dieser Stelle bitte nicht verwechseln, dass dort es geht, um Kosten einzusparen. Denn das Thema der Personenzentrierung ist eigentlich das Modell, dass man die Lösungen für den jeweiligen behinderten Menschen passgenau entwickelt und auch zuschneidet. Und dies ist der zentrale Punkt. Es geht nicht um Kosteneinsparung, sondern es geht einfach darum, den behinderten Menschen noch besser die Leistungen zukommen zu lassen, die ihm wirklich weiterhelfen. Es hilft uns nämlich nicht, wenn wir die Menschen in Pauschalen und in Kategorien einteilen, sondern in der Personenzentrierung. Und der LWV hat sich schon frühzeitig in diesem Punkt auf den Weg gemacht. Es gab das Modell per se, wo man schon auch in Pilotregionen, in einzelnen Städten und Gemeinden damit begonnen hat, diese Personenzentrierung zu entwickeln. Nur natürlich sind wir dann durch die Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes beim Landeswohlfahrtsverband auch überholt worden. Aber der LWV war schon in dieser Richtung unterwegs und hatte auch vorher schon erkannt, dass diese Personenzentrierung der Leistungen für die behinderten Menschen der bessere Weg ist. Und so ist ja auch im Grunde genommen das Bundesteilhabegesetz aufgesetzt. Es gibt einen weiteren Punkt, der auch der Kosteneinsparung entgegensteht. Denn wie Sie wissen, haben wir natürlich beim LWV, und das ist immer wieder ein Punkt, der gegenüber den Trägern, den Landkreisen und Städten ein Punkt ist, der sehr strittig ist und zu schwierigen Diskussionen führt, ist natürlich das Thema Geld. Aber der erhöhte Finanzbedarf des Landeswohlfahrtsverbandes hat sich
Verbandes hat sich in den letzten Jahren daraus abgeleitet, dass wir immer weiter steigende Fallzahlen hatten. Und durch die steigenden Fallzahlen sind natürlich die Kostensteigerungen entstanden. Und das bedeutete dann immer wieder im Umkehrschluss, dass der LWV von den Trägern erhöhte Beiträge über die Umlage erbeten hat und auch diese dann für die Kostendeckung seiner Aufgaben benötigt hat. Also, es ist weder die Personenzentrierung eine Sache, um Geld einzusparen, noch ist es auf der anderen Seite ein Punkt, sondern wir sind alle gemeinsam bemüht, dass wir dort den Menschen die Hilfe zukommen lassen, die ihnen zusteht, die sie benötigen für ihr tägliches Leben, damit sie auch dort, auch im Namen der Inklusion, eine größtmögliche Teilhabe am Leben haben. Und ich glaube, dies ist ein wichtiger Punkt, der sollte uns auch gemeinsam im Konsens hier vereinen. Es ist natürlich auch, und das, man darf es nicht unterschätzen, und deshalb ist es auch nicht unwichtig, glaube ich, dass wir diese Arbeitsgruppe einrichten, wo wir uns gemeinsam immer wieder mit den Beteiligten unterhalten, wie kann man verschiedene Dinge fortentwickeln. Wenn Sie zur Kenntnis nehmen, dass der Haushalt des Landeswohlfahrtsverbandes jetzt in diesem Haushaltsjahr die Grenze von 2 Milliarden Euro überschritten hat, dann können Sie ungefähr eine Vorstellung entwickeln, um wie viel Geld es dort geht. Und da gibt es bestimmt immer wieder auch Dinge, die im Sinne, und ich sage es wieder, im Sinne vom behinderten Menschen aus betrachtet, dort verbessert werden können in der einzelnen Zuschreibung und in der Unterstützung der jeweiligen Menschen, damit dort auch das Beste für sie erreicht werden kann. Und deshalb, es ist erklärter Wille der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen, das Wohl und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung durch Hilfen, die die Selbstständigkeit, Selbsthilfe und auch Selbstbestimmung unterstützen und nachdrücklich stärken. Hierzu können der verstärkte Ausbau und auch die fachliche Weiterentwicklung ambulanter, dezentraler Betreuungsformen ebenso einen wichtigen Beitrag leisten wie die weitere Ausdifferenzierung der Hilfsangebote. Jetzt ist der Landeswohlfahrtsverband in der Zusammenarbeit mit den Kreisen und Städten gefordert, die Regelung aus dem Ausführungsgesetz im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes umzusetzen. Und lassen Sie mich an dieser Stelle auch ergänzen. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, und das Bundesteilhabegesetz führt natürlich zu auch einer radikalen Änderung. Denn die Unterscheidung, die wir hatten bisher zwischen ambulant und stationär, entfällt natürlich an dieser Stelle. Der Landeswohlfahrtsverband hat in den letzten Jahren, ungefähr in den letzten 15 Jahren, die Quote der Ambulantisierung von 35% auf 56% gesteigert. Dies zeigt, ohne Leistung zu minimieren für die Betroffenen, ist dort enormes Effizienzpotenzial schon geschöpft worden. Deshalb, dies ist auch dann der richtige Weg, auch gemeinsam in den Arbeitsgruppen weiterhin darüber zu sprechen und zu diskutieren, wie kann man an der einen oder anderen Stelle die Dinge einfach noch besser machen. Und die Entscheidung, die heute hier vorliegt im Fraktionsgesetz, sich darauf zu vereinbaren, dass man dieses Lebensabschnittsmodell jetzt nimmt, das ist auch, glaube ich, ein Punkt, wo wir eine klare Abgrenzung haben mit dem Thema der Übergang, Besuch der Schule beendet und dann auch der Übergang auf den Landeswohlfahrtsverband. Herr Präsident, soll ich schon zum Schluss kommen? Dann würde ich dieser Sache nachkommen, so als lege die restlichen 20 Seiten meiner Rede zur Seite. Es gäbe noch sehr viel dazu zu sagen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die intensiven Beratungen und hoffe auf einen großen Konsens im Sinne der behinderten Menschen. Ganz herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Geht doch wunderbar. Ich glaube, Herr Minister, Sie haben das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Man hat deutlich gespürt, dass Herr Kollege Reul sehr intensiv innerhalb des Landeswohlfahrtsverbandes mitarbeitet und dieses auch verinnerlicht hat. Und an der Stelle gibt es ja auch einen breiten Konsens an vielen Stellen in diesem Landtag. Kollege Merz hat seine Ausführungen begonnen mit dem Verweis auf die Seite 5 der Gesetzesvorlage mit den Auswirkungen und der Frage der Normprüfung. Herr Kollege Merz, diese Normprüfung richtet sich an Gesetzesentwürfe und Verordnungen der Landesregierung. Vorliegend ist ein Gesetzesentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Insofern ist an dieser Stelle dieses durchaus richtig. Und das Zweite ist,
wenn dort keine steht, ist das, wenn dort keine steht, ist das natürlich die Konsequenz daraus, dass eine Normprüfung genau wie an anderen Stellen darauf abzielt, festzustellen, ob daraus Benachteiligungen entstehen und nicht Vorteile. Dieses Gesetz hat eindeutig Vorteile für die Menschen mit Behinderungen in Hessen. Insofern ist der Vermerk keine durchaus richtig und sachgerecht. Ich würde Sie gerne hören, wenn wir auch die Vorteile aller Gesetzentwürfe darstellen würden und würden dann in den Vorblättern von den Gesetzen mehrere Seiten Ausführungen machen, wie wichtig diese Gesetze für die Menschen in Hessen sind. Also insofern verstehen wir uns an dieser Stelle schon. Nur da Sie damit begonnen haben, wollte ich zumindest diese Replik machen, in der festen Überzeugung, dass Sie das auch dann so akzeptieren können. Dem jetzigen Gesetzentwurf sind ja viele Diskussionen vorangegangen, und es ist keine Frage, dass wir den antragstellenden Fraktionen auch Formulierungshilfen gegeben haben. Wir haben innerhalb des Sozialministeriums seit mehr als einem Jahr mit den Beteiligten in Arbeitsgruppen zusammengesessen und haben unterschiedliche Modelle diskutiert. Wir haben angefangen mit 10 bis 12 Modellen, was die Fragestellung der Übertragung von Eingliederungshilfe anbelangt, waren am Ende bei 3, 3,5, wenn man, ob man sagt, eine oder zwei Schnittstellen im Hinblick des Lebensabschnittsmodells gelangt. Und natürlich gab es dort intensive Diskussionen darüber, welches der richtige Weg ist. Worüber es keinen Weg oder keine Streitigkeit gegeben hat, war die Tatsache, dass das BTHG sehr wohl einen Systemwechsel beinhaltet, um letztendlich Menschen mit Behinderungen herauszulösen aus der Sozialhilfe und zu überführen in einen eigenen Rechtskreis. Das war nie irgendwo ein streitiger Punkt gewesen und war immer Gegenstand auch aller Beratungen, die wir gemacht haben. Und das ist auch der Sinn und Zweck des Bundesteilhabegesetzes, genau an dieser Stelle passgenaue und personenzentrierte Leistungen für Menschen mit Behinderungen auch entsprechend vornehmen zu können. Es ist jetzt nun in der Tat so notwendig, das Gesetz in die Praxis im Interesse der Menschen mit Behinderungen umzusetzen. Und deshalb ist die Landesregierung den Regierungsfraktionen sehr dankbar, dass heute ein Gesetzentwurf vorliegt, der dem Anspruch des Bundesteilhabegesetzes entspricht. Ich sage sehr deutlich, natürlich werden wir Fragen wie Sonderstatusstädte und anderes zu diskutieren haben in Form einer Anhörung. Ich denke auch und bin ziemlich sicher, wenn aus der Anhörung heraus sich noch entsprechender Veränderungsbedarf ergeben sollte, dass diesem dann auch durchaus nachzukommen ist. Ich will allerdings auf ein paar Punkte eingehen. Einmal damit, weil ich nicht weiß, ob ich das falsch verstanden habe. Wir haben eine Schnittstelle. Das ist richtig, das ist die Ende der Schulausbildung. Aber Sie haben von Menschen im späteren Lebensabschnitt, ich habe vom Renteneintrittsalter gesprochen. Wenn Menschen dort erstmalig Eingliederungshilfe beantragen, dann sind sie in der Obhutschaft der Kommune und nicht des Landeswohlfahrtsverbandes. Also insofern wollte ich das nur klarstellen. Ich denke, Sie haben das auch akzeptiert. Möglicherweise hatte ich das nur falsch verstanden, Ihre Ausführungen. Also das sollte nur klar sein, wenn es mit Renteneintritt sozusagen einen Anspruch auf Eingliederungshilfe gibt, dann sind dann auch die kommunalen Gebietskörperschaften an dieser Stelle zuständig. Es ist schon ein Abwägungsprozess gewesen, weil auf der einen Seite gibt es eine große Erfahrung des Landeswohlfahrtsverbandes. Ich sage das sehr bewusst. Ich war selbst 17 Jahre lang Mitglied der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes, kenne den Verband, denke ich, relativ gut von innen heraus. Aber die Herausforderungen des Bundesteilhabegesetzes sind es, die Sozialräumlichkeit festzustellen. Und an der Stelle ist ein übergeordneter oder Kommunalverband natürlich schon gefordert, die Lebensverhältnisse von Bad Karlshafen, sage ich jetzt mal, bis an die Bergstraße, um Herrn Kollegen Metzler freundlich zuzustimmen, der mir gesagt hat, er freut sich, dass ich die Bergstraße erneut zu Hessen gezählt habe, also Neckarsteinach auch tatsächlich abbilden zu können. Und das wird den RWV vor Herausforderungen stellen. Und diese Herausforderungen muss er lösen. Und da bedarf es einer entsprechenden Begleitung, ob er sie löst, ob tatsächlich die Konzeption, die er momentan angedacht hat,
in Form von, ich sage das mal in Anführungszeichen, Außendienstmitarbeitern von 3 zentralen Stellen in Hessen letztendlich diese Sozialräumlichkeit gewährleisten kann, die müssen wir gemeinsam erarbeiten und nachverfolgen. Das ist eine neue Aufgabe für den Landeswohlfahrtsverband. Deswegen ist es an dieser Stelle auch wichtig und notwendig, einen entsprechenden Beirat zu bilden, der die Arbeit mit begleitet und an der Stelle auch mit Ratschlägen und mit der entsprechenden Kompetenz, die möglicherweise vorhanden ist, auch dieses bestückt. Ich lasse mich jetzt nicht ein auf die Fragestellung der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung. Ich bin in dieser Diskussion sehr offen. Das Einzige, was ich an der Stelle sagen will, ist, wir brauchen eine weisungsungebundene und nicht interessensgeleitende Begleitung. Und an der Stelle muss eben auch die Frage von interessensgeleitet immer unter dem Gesichtspunkt auch von Verbänden und Vereinigungen gesehen werden. Und Weisungsungebundenheit ist an dieser Stelle schon ein entsprechender Punkt. Und ein Punkt, den will ich schon auch hinweisen. Er hat natürlich etwas mit Geld zu tun. Die Fragestellung der Diskussion über das sogenannte gesplittete Modell zwischen Trägerschaft bei den kreisfreien Städten einerseits und dem Landeswohlfahrtsverband für die Landkreise auf der anderen Seite hat ohne Zweifel Probleme mit der Fragestellung von Mobilitäten von Menschen mit Behinderungen zu tun, wenn sie einen Trägerwechsel erneut haben. Aber es hat natürlich auch etwas zu tun, dass man einen Benchmark braucht an dieser Stelle, wie Kostenentwicklungen zur Umsetzung dieses Gesetzesvorhabens jetzt tatsächlich auch vonstatten gehen. Und nach den gesetzlichen Vorschriften auch des kommunalen Finanzausgleiches sind es Sonderbedarfe oder neue Bedarfe, die geregelt werden, zu 100% kostenerstattungspflichtig. Und da muss das Land in seiner Verantwortung, denke ich, auch eine Aufsicht oder eine Möglichkeit, nicht Aufsicht, aber eine Möglichkeit haben, zu begleiten und möglicherweise mitzusteuern. Und daraus folgt auch die Fragestellung von Fachaufsicht, die weniger mit der Frage der kommunalen Selbstverwaltung als mit der Fragestellung eines vernünftigen Miteinanders zwischen finanzieller Verantwortlichkeit, die ich allen unterstelle, und deren tatsächlicher Umsetzung auch stattfindet. Und damit einher geht auch, was ich sehr begrüße in diesem Gesetzentwurf, ein relativ stringentes Reporting im Hinblick auf die Fragestellung, wie die Finanzentwicklungen sind. Also schon das erste Mal mit einem Schritt zum 31.12.2021, dann 2 Jahre später, um einfach Entwicklungen frühzeitig erkennen zu können. Und wenn wir feststellen, dass daraus Fehlentwicklungen zu erkennen sind, diese dann auch abstellen zu können. Das ist jetzt nicht eine Fragestellung von Kontrolle im Sinne von, wir gucken ganz genau, was ihr macht, sondern in der Fragestellung von Hilfe, wie wir möglicherweise bei einem vollkommen neuen Metier, das auf dem Weg ist, das wir auf den Weg bringen, auch tatsächlich wir gemeinsam miteinander arbeiten können. Insofern denke ich, dass dieser Gesetzentwurf, nein, bin Überzeugung, sehr deutlich macht, dass in Hessen Menschen mit Behinderungen und ihre persönlichen Bedarfe im Mittelpunkt steht und es darum geht, überall in unserem Bundesland die größtmögliche Teilhabe möglich zu machen. Und in diesem Geiste wünsche ich gute Beratungen zu diesem Gesetzentwurf. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet. Zum ersten Lesungsgesetzentwurf zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Wir überweisen diesen Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den zuständigen Ausschuss. Kein Widerspruch, ist das so beschlossen.